So, und da wären wir auch wieder beim 29. Part von Mario und Luigi, Partners in Time. Wir sind ja hier am Bosskampf stehen geblieben. Erst bin ich nicht ganz so beim Bosskampf weitergekommen, aber zum Ende hin bin auch die Blitzidee gekommen, wie wir den Boss down machen können. Das würde ich sagen, ist ja immer ein bisschen. Also wir haben ja erst gegen die Bombe gekämpft und die drei Mini-Unterstützungstroops. Jetzt bekämpfen wir den Commander. Ich hoffe, von da wie wir den raus bekämpfen können, tatsächlich. Hat nur drei Fehlschläge gebraucht, okay. Ich darf natürlich ihn und gleich hier attacken, ich muss mich fokussen tatsächlich. Okay. Die Angriff scheint nicht ganz so stark zu sein, tatsächlich. Aber ich glaube auch noch nicht alles. Okay, das war nicht gut. Aber wie viel Nutzen hast du jetzt? 200, okay, das will mich. Nein, dann gehen wir tatsächlich die Items aus, weil ich so viel gespammt habe. Oh, wie viel Damage war das? Oh, fast 300. Sehr huge. Also, ich kann nicht sagen, aber irgendwie hat es schon Ähnlichkeiten mit einer führenden Person aus Deutschland. Dieser Adolferus Hitlerus. Okay, ich habe da nicht drauf geachtet. Ich habe echt nur 50 Damage gemacht. Ich darf sowas eigentlich. Sowas darf nicht passieren. Nein! Das sind 100 Damage oder so. Ja, 130. Oh wait, der kann auch schießen. Alter, wie schnell denn noch? Ich weiß, das ist eine 1 Millioner KD, aber das musst du mir demonstrieren. Okay, schon wieder das gleiche Schema. Dann greifen wir mal nur die beiden hinteren an. Alter, wir gehen Panzer aus, tatsächlich. Verstehe ich, warum einem so viele Items gegeben werden, bevor man hier weitermacht. Dann fokussieren wir jetzt den hinteren mit einem normalen Panzer. Oder was ist noch? Irgendwas, was stärker DPS ist? Okay, Kanonenballer nehmen wir erstmal. BYAX. Weißt du zum Finishen bitte? Nee, nicht mal. Ich darf sie nicht platzen, die Bombe. Okay, da habe ich ein bisschen selbst aufgelegt. Wobei, der hintere ist immer noch low, also passt das schon. Der ist giga low. Alles finde ich gut. Jetzt bomben wir ihn wieder weg. Und wieder ein bisschen Kopierblumen spammen, den Bres. Okay, das Ding ist, wenn man das zu lange macht, dann lässt irgendwann die Konzentration nach und das ist mir schon eingetroffen leider.
einfach zu lange das gleiche macht, das fühlt sich ja nicht nach einem Lernfortschritt, sondern einfach nur nach einer Routine, die man wiederholt. Okay, wait. Das war's schon? Okay, ich habe mehr erwartet tatsächlich. Level 22. Ich meine, wir haben echt viel Damage bekommen mit den Kopierblumen. Was können wir nicht hier steigern? Ja, nehmen wir das hier. Ohne 6, nice. Da weiter bekommen wir echt gute Zahlen. Wobei ich recht froh bin. Nee, nehmen wir mal Angriff. Oh, eine 4 leider noch. Hatte Luigi schon Level 22? Ich meine, ja. Nehmen mal Bats. Noch eine 2 leider nur. Ja, wir haben jetzt alle. Und mal, wie das lustig aussieht. Bei Baby Bowser und Bowser war es einfach so, dass die immer noch was machen konnten. Ey, was ist hier los? Ist das irgendwie in einem Bodenbahn? Nee. Geh mal auf die Mitte davon. Wohin kommen wir jetzt? Das ist er, das ist der Ort. Meine Sensoren empfangen gigantomatische Mengen an Kobaltsternsignalen. Okay. Oder der ist voll. Was können wir jetzt mit dem erreichen, ist die Frage. Ich bin der Sternengeist, der im Inneren des Kobaltsterns lebt. Nutze die heilige Macht dieses Ortes, um mit euch zu sprechen. Ihr habt es sicher schon erkannt. In mir wohnt die Kraft, die Shroops zu besiegen. Doch weiß auch Prinzessin Shroop darüber Bescheid. Sie zerbrach mich, während sie gegen Prinzessin Peach kämpfte. Mario, Luigi, ihr Babys. Ihr seid die letzte Hoffnung für die Rettung dieses Königreichs. Aber bitte, ihr müsst euch beeilen. Meine Fragmente müssen wieder zusammengeführt werden. Findet ihr noch zwei oder der drei Sternsplitter, die noch fehlen? So könnt ihr die Barriere der Shroops überwinden, die im Palast umgibt. Und dann, wenn ihr letzten Splitter gefunden habt, werdet ihr die Helden dieses Landes sein oder so. Nun eilt euch, sammelt meine verbleibenden Splitter. Oh, das ist echt cool. Ich glaube, einer der Splitter liegt doch im Sternenschwein. Warum heute jetzt? Für den Moment ist dies alles, was ich für euch tun kann. Wir werden uns wiedersehen, dessen bin ich mir sicher. Als ob wir noch drei Teile finden. Wie wir richtig vermutet haben, war es die böse Prinzessin Shroop, die den Kobaltstern zerschmettert hat. Wir müssen uns beeilen und die verbleibenden Splitter finden. Wir müssen. Übrigens, warum war ein Baby Luigi? Er scheint Angst vor dem Sternengeist zu haben. Vielleicht konnte er etwas fühlen, was wir nicht fühlen konnten. Ist so etwas möglich? Cute. Okay. Dann gehen wir mal den Pfad weiter Richtung Osten. Und sehen, wo uns dann unser Weg führt. Eben wurde auch schon der Begriff Sternenschrein genannt, der. Das ist der vorletzte Ort, den wir von dem Palast. Der letzte Ort, den wir vor dem Schuhpalast treffen werden, tatsächlich. Okay. Schon die ganze Sinn von hinter dieser Röhre, die hier noch ist. Aber. Okay. Problem ist, der einzige Speicherpunkt ist hier. Aber ich nehme es mal. An diesen Ort kann ich mich tatsächlich noch erinnern, dass hier sollten wir gleich angesprochen werden, glaube ich, oder? Ja, hier werden wir angesprochen von wem? Ja, von dem hier. Von dem Packweg oder so wie der heißt. Und das muss das Tor zum Sternenschrein sein, von dem uns der Kobaltstern erzählt hat. Und weil der kann lachen, oder grinsen und reden und ja. Pilger und Wanderer, was sucht ihr an diesem heiligen Ort?
Mit diesem Tor liegt das Heilige Reich der Sterne, der Hüter des Lichts. Jenen, die nicht für würdig befunden werden oder die ohne guten Grund hier sind, wird der Zutritt verwehrt. Halt! Es sind keine Erklärungen nötig. Alles, was ich benötige, ist eine Einschätzung eures Wertes. Dies soll euer Schlüssel sein. Tritt vor, roter Mann des Bartes. Tritt vor mich, sprich kein Wort, öffne dein Herz. Ja, ich verstehe. Oh, was unmöglich. Nein, erstaunlich. Nun. Roter Mann des Bartes. Du bist wahrhaftig und voll des Mutes. Dein Herz ist voller Tugend und Sorge um deinen Bruder. Doch empfehle ich, eine Diät in Betracht zu ziehen. Denn du bist auch erfüllt von Sauce Alfredo. Besonders die Carbonara würde das hier eine große Herausforderung sein. Und ich weiß, wie unsagbar schmackhaft sie ist. Zügst du deinen Appetit? Verfolgst ein leichtes Cardio-Training? Und achtest auch weiterhin auf deinen Bruder? So wirst du ohne Zweifel zu einer Person werden, die sich immer immenser Popularität freuen wird. Und nicht nur einen immensen Bauch heranzüchtet. Ich befinde dich würdig, dieses Tor zu durchstreiten. Auch empfehle ich dir Butanesca, das Zeug schmeckt großartig. Redet er gerade mit dem Sternentor über Essen? Jung grüner Mann des Bartes. Nun, oh nein, wie, hä, was, oh, 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 schockierend, wie war das, fuh. Grüner Mann des Bartes. Du. Viel Glück da draußen. Wie war das, du willst noch mehr hören? Ich könnte natürlich etwas direkter werden, aber ich würde es jeder hören. Bist du sicher, dass du das möchtest? Die Geheimnisse deines Herzens würden offengelegt werden. Dieser seltsame Vorfall und auch diese andere Sache. Dann lass mich flüstern. UAG. Was die Kleinen betrifft, so weiß ich, ihre Herzen voll der Unschuld sind. Daher dürfen sie ungehindert passieren. Das heißt, dass die meisten von euch für wert befunden wurden, hier einzutreten. Dennoch, der grüne Mann des Bartes ist fragwürdig. Denn sein Herz ist erfüllt von höchst fragwürdigen Dingen. Ich will gar nicht wissen, was er an seinem Buch verlaufen hat. Wer weiß, welche Prüfungen euch noch auf eurem Weg erwarten. Ihr werdet euch Probleme stellen müssen wie nie zuvor. Doch der grüne Mann des Bartes weint und jammert wie ein Kind so ängstlich. Es ist peinlich. Kann jemanden, der sein Schicksal so sehr betrauert, natürlich dieses Tor lassen. Es ist ein Jammer, aber das darf nicht passieren. Was ist denn Umwuchs suchen, oder? Bitte beruhigt euch wieder. Ihr werdet eure Position zusammenfassen, sobald ihr euch beruhigt habt. Es stehen uns zurzeit drei Optionen zur Verfügung. Die erste lautet aufzugeben, nach Hause zu gehen und zum Abendessen eine gute Portion Pasta Puttanesca zu verspeisen. Die zweite ist es, den grünen Mann des Bars zurückzulassen und ohne ihn voranzuschreiten. Die dritte wäre auszuziehen und den Aurora-Block zu finden, wo immer er auch sein mag. Weil ich bin ziemlich sicher, dass wir den dritten, also der erste Weg scheint sehr unwahrscheinlich, der zweite Weg noch unwahrscheinlicher. Also sehen wir wahrscheinlich den dritten. Welche dieser drei Pfade ihr beschreiten wollt, liegt nur an euch. Lasst euch von Herzen verführen. Was euch vermutlich bekannt ist, mag jener ominöse Aurora-Block sein. Dann seid bereit für eine Erleuchtung. Es ist ein seltener Block, seine Präsenz wurde seit langem von den Bewohnern des Sternenreiches gefeiert. Er ist von größter Wichtigkeit. Denn wenn ihr den Aurora-Block findet und berührt, werde ich Mut und Team Geistesgrün-Mannes des Bartes anerkennen. Dann wird euch allen der Wert zuerkannt, den ihr benötigt, um dieses Reich zu betreten. Gehabt euch wohl. Würde ich mal sagen, such wohl diesen Block. Zu ein paar Momente im Leben, da wünsche ich, ihr könnt Italienisch. Und such mal diesen Block mal. Hier sind bestimmt irgendwelche Gegner, habe ich recht? Ja, ich sehe schon einen. Okay, die hier schon wieder. Sind wir jetzt schon im Sternenschrein? Oder wo sind wir gerade? Ich denke schon. Ah, ein großes Panzer bekommen. Jetzt müssen wir wieder gescheit hin. Haben wir ein bisschen zu früh gekickt. Okay, nee, jetzt habe ich verkackt leider. Oh.
Ich kann es noch nicht ganz einschätzen, das Timing, aber es geht schon. Oh no, ach man. Das ist irgendwie komisch. Die... Okay, hier geht es einigermaßen. Ich möchte ganz darauf geachtet haben, aber ich habe ein bisschen weggeschaut. Vielleicht sind die Gummis verdammt useless, wie ich gerade merke. Aber Bob Oms dafür nicht so sehr. Er hat den Sprung verkackt, aber es reicht aus. Ist in Ordnung. Sollte aber auch nicht mehr zu viel HP haben. Und zwar jetzt genau weg. Gut. Ich frage mich, ob noch irgendwelche neuen Gegner kommen, oder? Ich glaube, bevor wir wirklich anfangen, werde ich mal nachschauen, welches Level so manche Leute erreicht haben, bevor sie angefangen haben, mir was zu machen. Weil ich einfach irgendwo einen Vergleich ziehen muss. Gehen wir in den nächsten Raum. Ich will jetzt auch nicht so viel kämpfen, sondern eher so ein bisschen Items grinden. Das Kämpfen werde ich lieber offscreen machen. Off-cam, nicht offscreen. Offstream, meine ich. Ah, vergiss, was ich gesagt habe. Okay, da ist irgendein Gegner gerade. Aber die habe ich schon gesehen. Das waren normale Kabouts, keine Wunder-Kabouts. Okay. Okay, was mache ich da? Was? Ey, das ist irgendwie komisch. Wir müssen erst... Okay, ich muss ein bisschen warten, oder wie? Okay, das Movement ist irgendwie anders als das mit den normalen Kabouts. Da muss ich mich erstmal gewöhnen. Aber die sind trotzdem noch recht squishy. Das meiste Level will ich eher offscreen behalten. Nicht unbedingt. Ich frage mich, an welchem Punkt die anfangen, sich selbst zu bringen. Das ist irgendwie komisch. Ich muss jetzt warten, bis er ein bisschen runtergeht, oder wie? Verstehe die Gegner noch nicht ganz, sag ich mal so. Aber wenigstens nicht als. Ja, okay, jetzt bringt sie selbst um. Darauf habe ich gewartet. Aber dein Movement ist irgendwie anders. Teilweise schneller, teilweise langsamer, halt gewöhnungsbedürftig. Okay. Wie kommen wir denn nach oben? Okay, schaut so aus, wenn wir das machen könnten, oder? Wobei nicht, hier kommen wir nach oben, gut. Wir doch weitergehen irgendwie. Hier müssen wir fliegen. Ich will das mal die Babys erstmal zurückkommen, probieren so zurückkommen. Da kann ich nicht vorbei, oder? Okay, doch. Doch geil. Ich zeige uns die Stelle in den Weg, merke ich gerade. Okay, jetzt haben wir, hätten wir erstmal geschafft. Nein! Okay. Dann gehen wir erstmal den ganzen Weg zurück. Was ist das? Irgendein Corona? Piranha-Pflanze oder? Aber hier sollten wir weiterkommen, wenn ich es sehe. Ich frage auch mal den Stern, dann kann das nicht schief laufen. Das Item nehmen wir. Wir bekommen zwei Ultra Tower. Okay, wir werden nicht angegriffen. Gut, das ist ein Wonderpilz. Können wir auch noch mitnehmen. Also behutsam. Das ist unmöglich verpacken. Am Pilzorden, ah. Dann hätten wir erstmal alles gemacht hier, würde ich sagen. Dann müssen wir an den Anfang gehen, glaube ich. Wenn wir mal die Babys ran.
Ah, ne, meins. Okay, ich bin Idiot. Wo kann er nach links gehen? Ich frage mich immer noch, wie ich damals überhaupt als Kind so weit gekommen bin bis zum Endboss. Weil der Weg dahin ist schon sehr schwer. Dann bin ich mir so ziemlich sicher, dass der Aurora-Block sich da oben befindet, dann gucken wir doch mal nach. Ist das irgendwie nicht gesund? Moment, gehen wir hier nach oben. Was genau ist das? Okay, wir müssen Wasser verschießen. Wir tanken mal voll. Muss ich mich hier dann drehen? Was genau können wir damit machen? Also links? Okay, da rechts ist auch kaputt. Dann geh mal da auf die linke Seite. Auf die rechte Seite meine ich natürlich. Ich glaube, sie ist auch Rollerblock von dem gesprochen, oder kann das sein? Was kann er machen jetzt? Okay, dann muss ich, denke ich mal, wir müssen einen Sprung machen und mit den Babys nochmal kurz hoch springen. Aber es, ja, gut. Dann können wir wahrscheinlich an dem Tor passieren. Weil wie kommen wir jetzt am geschicktesten zurück? Ah, es gibt hier eine Röhre. Oder? Nee, wir kommen jetzt. Wir müssen den ganzen Weg zurückgehen. Von der linken Seite aus mal. Wie ich sehe, wir haben die Sonne nicht verpasst. Die gleiche ist fertig auf der rechten Seite. Ah. Ja, also wir sind angekommen. Das sehe ich erst nach mehr Jahren auf der Karte, was es eigentlich ist. Ja, das ist ja beeindruckend. Das ist der Aurora-Block, das habt ihr gut gemacht. Jetzt, grüner Mann des Bartes, berühre den Block, sodass ich deine Tat bezeugen kann. Nur so werde ich dich trotz deiner Mängel für würdig befinden. Also, wir hatten den Bock, der Stern Bates uns jetzt irgendwie und er steuert die ganze Aurora-Block. Nein, 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 das reicht nicht. Eine Unaufrichtigkeit macht mich krank, tritt sofort vor mich. Hörst du mir auch zu, grüner Mann des Bartes, dann sollst du mir zuhören. Nicht, ach Mann, ich habe aus Versehen auf. Ach, ich weiß nicht, es gibt. Wer ist denn verantwortlich? Wer war es, der dies ermöglicht hat? Wähle eine Antwort aus den folgenden Möglichkeiten. Das ist. Oh. Mario. Wait, ich habe alle drei Möglichkeiten ausgewählt. Vier, alles zusammen. Wie sollte sie sonst lauten? Hm, aber irgendwie dachte ich mir schon, dass irgendwie sowas ist. Aber es ist ja keine Antwortmöglichkeit da. Wir können es nur darin versagen, die richtige Antwort zu geben. Das ist für mich unvorstellbar bedauerlich geradezu. Was? Ich habe dir nur drei Antworten zur Verfügung gestellt? Was soll das heißen? Es hätte keine vierte Antwort gegeben. Du lügst. Es ist genau diese Tendenz zur Verfälschung und zur Berechtigung. Zurechtbiegung von Tatsachen, die dir ständig Ärger verursacht. Sicherlich erkennst du doch, dass dein Fortschritt ein Vermächtnis der Gemeinschaft ist. Ich weiß, du es tust und doch weigerst du dich, die richtige Antwort zu wählen. Viertens, alles zusammen und dann lügst du. Ich bin erschüttert. Wenn du so weiterlebst, ist dein Schicksal besiegelt. Du wirst deine Tage in Einsamkeit fristen. Merk dir meine Worte. Wie bitte, du unterstellst mir, die Unwahrheit zu sagen? Du willst mir sagen, dass Luigi nichts falsch gemacht hat? Unglaublich. Ihr alle. Er wird wirklich. Ich hab gedacht, der Wein ist irgendwie erstaunlich, okay. Oder er lacht, das ist auch möglich. Seid die besten Geschwister. Wait, Geschwister? Wir sind irgendwie die gleiche Person. Ja, Geschwister. Das ist gut. Komm, grüner Mann des Bartes, du musst nur nicht mehr weinen. Erhebe dich und sieh mich an. Das ist nur ein Test, den ich mir ausgedacht habe.
Mutter meines Bartes. Zum Wohle deines Bruders hast du dich auf die Suche nach dem Aurora-Block begeben. Du hast Mühsal auf dich genommen und deinen Bruder unterschätzt. Deine Gefühle für deinen Bruder sind durch und durch rein. Was für ein großartiger älterer Bruder, ich bin sehr bewegt. Bruder Mann des Bartes, verzeih mir all das, was ich dich erdulden ließ. Du siehst, dass ich die Wahrheit erkenne. Ein Herz ist wie ein Juwel, facettenreich und wunderschön, ich sehe, wie es funkelt. An manchen Stellen mag es poliert werden müssen, doch bist du für deine Freunde unverzichtbar. Du musst voll des Mutes voranschreiten. Meine ewige Unterstützung sei dir gewiss. Ihr dürft alle passieren, ich werde euch nicht hindern. Erzgüter meines Bartes, bitte schlag den Block mit all deiner neu gefundenen Anmut. Okay, also haben wir gerade einfach einen 5-Minuten Dialog, der unnötig war. Ja, ein guter Sprung. Oh, übrigens, der Aurora-Block kann seine Form verändern und ist der Größe des Herzens der Person anzupassen, von der er berührt wird. Was wir raten, das ist jetzt irgendwie der Sternsplitter, oder? Okay, so geht's auch. Luigi! Peekaboo! Ohne weitere Verzögerung soll nur das Tor geöffnet werden. Möge euch der verbleibende Weg viel Freude bescheren. Okay, ja, dann können wir ja weitergehen, ist gut. Wir sollten sich mal heilen, glaube ich, langsam. Okay, ist ja irgendwas noch? Okay, ist eine Bohne. Wo sonst ja keine mehr. Hier ist noch eine Bohne, wow. Sehr gut versteckt. Dann gehen wir mal durch die Röhre. Wo kommen wir jetzt raus? Okay, würde ich sagen, wir gucken uns mal im nächsten Part an, was genau das hier ist. Ich glaube, das ist jetzt dieser Sternschrein, den wir hin müssten. Das ist der Sternschrein, ja. Okay. Dann erkunden wir den letzten Ort vor dem Schuhpalast am Ende und dann gucke ich mal, wie viele Parts wir noch brauchen bis zum kompletten Finale. Bis dahin, bleibt gesund. Und ich hoffe, meine Stimme ist angenehmer als nur die Musik. Euer Johnny.